Jawohl, hallo zusammen und herzlich willkommen zur 8. Folge von Europa Universalis 4 mit Lübeck. Und ja, wir blicken hier gerade auf Ostfriesland, auf eine Region, die umschlossen ist von Reichsland, von Heiligem Römischen Reich-Territorium, die aber selbst nicht zum Heiligen Römischen Reich gehört. Und ich denke, unser Syndikus Dieter Dreier, der, ja, ich erinnere immer wieder daran, bereits den Sundzoll abgeschafft hat, ist, was das betrifft, ein sehr freidenkender Mensch. Und er möchte tatsächlich Ostfriesland zum offiziellen Hanseland machen. Einen Hansekontor hier etablieren, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat, wenn man so will. Ein, ja, hansisches Überseegebiet, wenn man das so bezeichnen will. Und er möchte auch Ostfriesland natürlich dem Reich hinzufügen. Insofern, Ostfriesland wird vorerst Teil von Lübeck. Eventuell wird es später auch als, ja, Handelsstadt entlassen. Das werden wir nochmal sehen, ob wir Ostfriesland dann zum eventuell Teil der Hanse machen oder dann später mal als Reichsgebiet sozusagen wieder entlassen, wenn wir Ostfriesland dem Heiligen Römischen Reich hinzugefügt haben. Aber wir haben Grundsatzinteresse an einem starken Heiligen Römischen Reich und Ostfriesland ist nicht Teil des Reiches. Ostfriesland ist in einer anderen Handelsregion und somit können wir hier eine Hanseprovinz, einen Hansekontor etablieren. Wenn ihr übrigens einen guten Namen habt für einen solchen Hansekontor, also ein Hansekontor-Provinz, wie auch immer, teilt mir das bitte gerne mit, das wäre sehr interessant. So, Belagerung von Stettin. Wir haben die Belagerung von Stettin verloren, das ist natürlich echt scheiße, aber mein Gott. Da müssen wir jetzt wohl durch. So, und ein Friedensangebot aus Friesland. Ja, das passiert. Wenn wir nicht vor 9. Oktober 1459 reagieren, werden wir automatisch ablehnen. Wir ignorieren das Ganze einfach. Und wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen mit dem Freiheitsbestreben unserer Untertanen. Ich glaube aber, wir haben noch mehr Total Force Limit hier. 9 von 10 Truppen Limit. Insofern sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich frage mich jetzt nur, wir haben keine Ostfriesländer mehr rumfliegen. Insofern sollte es eigentlich kein Problem sein, Ostfriesland zu annektieren. Im Rahmen unserer, ja, Handelskontor-Regelung. Und wir haben schon wieder einen Handelskonflikt, Kriegsgrund gegen Dänemark, aber den werden wir natürlich nicht einsetzen. Genau. So, Friesland ist gleich belagert. So, Österreich hat sich entschieden, den Wissensaustausch von Ungarn zu akzeptieren, okay. Sehr interessant. Ah, jetzt hätten wir kurz Lübeck entwickeln können, das wäre die Gelegenheit gewesen. Aber die ist jetzt leider verstrichen. So, Friesland. Und Ostfriesland, wunderbar. So, die ostfriesische Flotte ist jetzt hier. Und unsere Flotte ist hier und einsatzbereit. Insofern greifen unsere Schiffe unter der Adler von Lübeck jetzt hier an. Wunderbar. Die Lübecker Flotte ist bestimmt schon gefürchtet bei den anderen Städten hier für die Adler von Lübeck. Das große Kriegsschiff Lübecks, der Stolz der lübschen Flotte. So, und der Feind hat wieder keinerlei Chance. Wunderbar, der Feind ist vernichtet. Ohne mit der Wimper zu zuckern. Zu zucken heißt es, glaube ich. Verdammt. So, wir haben keine Diplomaten, die wir entsenden können. Das können wir ändern. Wir können aus Lauenburg uns einen Diplomaten wiederholen. Und dann annektieren wir Ostfriesland. Wir holen uns alles Geld, was Ostfriesland noch übrig hat. Und ansonsten können wir eh nichts verlangen. Insofern, Ostfriesland soll lübsch werden. Und wir werden Ostfriesland auch gleich zur Kernprovinz machen, ganz klar. Und werden auch hier natürlich die Autonomie erhöhen. Auch das ist selbstverständlich. Und Ostfriesland ist somit die erste Hanseprovinz außerhalb, ja, überhaupt eigentlich das erste richtige Hanseland, wenn man so will. Ich würde sagen, wir nennen es Hanseland. Also im Sinne von ein Hansekontor, der eine ganze Provinz umfasst, eine Verwaltungseinheit, von der aus Hanse-Kaufleute ohne Probleme agieren können und wo sie auch wohnen können, wenn sie wollen. So, wir können jetzt halt hier uns zurückziehen in unser neu gewonnenes Gebiet
und dort reparieren. Und ich möchte noch warten, bis unsere Armee hier fertig belagert hat in Friesland. Weil dann können wir denen einen, ja, Siegfrieden aufzwingen, wie man so schön sagt. Dithmarschen übrigens immer noch ein bisschen aufsässig, aber da müssen wir wohl durch. Noch haben wir ja einen Waffenstillstand mit Dithmarschen. Problematisch ist es bei Lauenburg, wenn die aufsässig sind, aber auch das sollte kein Problem sein. So. Ostfriesland hat übrigens auch niedersächsische Kultur, so wie wir. Insofern null Probleme, diese Provinz zu halten. Es gibt auch mittlerweile keine Unruhe mehr. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Toleranz, positive Stabilität, republikanische Tradition. Sehr gut. So, ein Friedensangebot aus Friesland. Nein, wir werden es ablehnen. Ich möchte zuerst die Hauptstadt von Friesland belagern. Ziehen wir vielleicht unsere anderen Truppen auch noch dazu. Dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. So, wir haben eine Wasserknappheit, immerhin etwas. So, unsere Flotte ist repariert. Lassen wir vielleicht die Flotte hier mal ein bisschen den Schutz betreiben. Und die Belagerung abschneiden, gewissermaßen. Von irgendwelchen Verstärkungen und prompt, sobald die Flotte da ist, läuft's. So. Unzufriedenheit unter den Händlern, Konflikte und Proteste über Steuern, Firmen, Hafenzölle sowie Handelsabgaben häufen sich und können sich sehr negativ auswirken. Ja, dafür haben wir ja jetzt hier Hanseland erobert in Ostfriesland. So, wir können entweder die Handelsinvestitionen reduzieren oder schafft uns die Stänkerer vom Hals. Nein, wir werden die Handelsinvestitionen reduzieren oder vielmehr werden wir vielleicht Investitionen tätigen, um diese... ja, Meckerer zufriedenzustellen. Ich glaube, das ist der treffendere Begriff, die treffendere Umschreibung. Und hier wieder die Adler von Lübeck. Dem Feind bleibt überhaupt keine Chance. Ihr seht es. Die Moral des Feindes geht auf eine Weise zurück. Wahnsinn. Und die 11 Schiffe Lübecks fast unbeschädigt. Eine Bark wurde verloren. Aber das ist irrelevant. So. Unsere Flotte zieht nach Lübeck, unsere Armee auch, denn Lübeck wird belagert und wenn Lübeck fällt, dann ist der Krieg, glaube ich, sehr schnell vorbei. Und sobald unsere Armee in Lübeck ist, schließen wir Frieden. Oder in Lauenburg. Ich glaube, wir brauchen noch 2 Monate, insofern müssen wir beten, dass Lübeck jetzt nicht fällt. So, wir sind in Lauenburg. Insofern schließen wir jetzt Frieden mit Friesland. Wir fordern all ihr Geld. Sie haben ein Bündnis mit Dänemark. Sie sollen mal ihr Bündnis mit Pommern annullieren. Wir fordern die Kriegsreparation und natürlich den Handelseinfluss zu übertragen. Das ist ganz klar. So. Damit haben wir einen entscheidenden Sieg gegen Friesland davongetragen. Wunderbar. Und die Belagerung von Lübeck. Oh mein Gott. Lübeck ist tatsächlich in pomeranische Hände gefallen. Das können wir natürlich nicht dulden. Unsere Bürgerwehr zieht sofort hin. Und uns ist es nicht gelungen, die Stettiner, also die pomeranische Armee abzufangen, okay. Aber die Belagerung sollte jetzt nicht ganz lange brauchen. Wir haben immerhin... es sind immerhin nur 100 Garnisonstruppen da, insofern. Und hier wieder irgendwelche Staaten bereiten Angriffe vor, mein Gott. Was interessiert es uns? So. Ein Friedensangebot aus Pommern, das lehnen wir natürlich ab. Das ist ganz klar. Wir erobern unsere Hauptstadt Lübeck. Unsere, ja, was heißt Hauptstadt? Unsere Stadt Lübeck zurück. So können wir möglicherweise mit unseren Schiffen hier die Stadt einschießen. Unsere eigene Stadt. Na, ich weiß nicht. Okay, Lübeck ist bereits belagert. Sehr gut. Damit können wir gegen die feindlichen Truppen schlagen. So. Und die feindliche Belagerung beenden. Okay, sehr gut, sehr gut. Ja. Wir töten sehr viel mehr Feinde, als wir selber verlieren. Wunderbar. Und die Feinde ziehen sich zurück nach Lüneburg. Dort können wir sie vernichten, Leute.
Wunderbar. Die Feinde wurden gewiped. Sehr, sehr gut. Und wir können tatsächlich hohes Einkommen, okay. Das würde uns Baukosten und Bauzeit ersparen. Aber eigentlich hatte ich das schon mal weggedrückt. Naja. Ziehen wir jetzt mal nach Stettin mit unserer Armee. Und dann sollen unsere Truppen gleich mal die Westhälfte belagern hier. Lassen wir die Pferde hier. Die sollen belagern. Wenn unsere Hauptarmee Stettin belagert. So, wir haben einen General zu viel. Entlassen wir einfach mal Florian Nanne. Der ist ohnehin ziemlich unfähig. Diese Armee zieht nach Greifswald. Lassen wir also einen Typen zur Garnison hier. Eine Armee. Und fangen die Feinde in Greifswald ab. Okay. Wir haben es nicht geschafft, sie abzufangen. Alles klar. Dann ziehen wir jetzt alle zusammen nach Stettin. Stettin muss fallen. Ich glaube, dann ist der Frieden auch schon da. So, unsere Flotte kann hier natürlich auch unterstützend wirken. Vielleicht sollten wir uns erst reparieren. Das ist, glaube ich, wichtiger. Ich weiß nicht, das zu nehmen reizt schon irgendwie. Aber wir brauchen den Bonus halt im Augenblick so dermaßen überhaupt nicht. So, was hat die feindliche Flotte hier zu bieten? Ah, 6 Galeeren. Das ist voll heftig. So, wir können die nächste militärische Technologie nehmen. Sehr gut. Standardisierte Pikeniere. Ich weiß nicht, wollen wir warten, bis die Institution bei uns angekommen ist, die Renaissance? Es sind auch erst 44%. Wir haben noch die Entwicklung ankurbeln hier. Insofern, wir können ein bisschen investieren. Lass uns das mal machen. Wir können hier jede Menge militärische Macht eigentlich investieren. Und ihr seht, es ist Wahnsinn, wie schnell die Renaissance dann doch kommt, wenn man ein bisschen entwickelt. Ich glaube, wir investieren jetzt mal alle Machtpunkte, die wir haben. So, die Renaissance ist vorhanden. Und wir können sie fördern. Wunderbar. Das kostet gerade mal eine Dukate. Weil in allen unseren Kernprovinzen sie vorhanden ist. Damit quasi eine Verlegenheitsdukate oder eine symbolische Dukate, wenn man so will. So. Und wir haben keine Seeleute, so wie ich das sehe. Insofern, lass uns mal in die südliche Ostsee fahren. Nee, stopp. Sie haben zu viele Galeeren. Fällt mir gerade so auf. Nee. Ich glaube, das sollten wir nicht tun. So, wir können einen Staat begründen. Und zwar den Staat von Frieslande. Also wir werden zunächst mal auf jeden Fall Ostfriesland dem Heiligen Römischen Reich hinzufügen. Das ist Grundvoraussetzung. Ich frage mich, ob Österreich bereit ist, uns zu alliieren. Naja, schauen wir mal. Vielleicht irgendwann. Also, ich weiß nicht, ob wir Friesland tatsächlich behalten wollen. Es ist halt für uns handelstechnisch völlig irrelevant. Muss man einfach so sagen. Wir brauchen keinen Einfluss im Ärmelkanal. Und ich weiß nicht. Es ist halt einfach, es ist handelstechnisch völlig irrelevant für uns. Und ich meine, wir haben jetzt Friesland dem Heiligen Römischen Reich hinzugefügt. Mehr wollten wir gar nicht. Das war eines unserer Primärziele, insofern, ich weiß gar nicht, wollen wir jetzt hier vielleicht eine Handelsstadt gründen oder wollen wir einfach sagen, wir geben Friesland oder Ostfriesland zurück an den Staat Ostfriesland, der halt jetzt quasi Reichsfürst ist. Wir müssen uns vorstellen, wir haben für einige Zeit die Verwaltung über Ostfriesland übernommen und haben dafür gesorgt, dass die Provinz Ostfriesland offiziell als Reichsprovinz anerkannt wird. Wie unsere Hauptstadt. Wie Lübeck. Ich sage immer Hauptstadt, aber eigentlich ist der Begriff Hauptstadt ja hier völlig unangebracht, weil wir ja nur eine Stadt haben. Also insofern, ich denke, wir werden Ostfriesland wieder entlassen. Das finde ich stimmiger. Jetzt eben als Reichsprovinz.
Und die Belagerung von Stettin ist jeden Moment abgeschlossen. Wir können dann noch Stralsund belagern für den Ticking War Score. Aber letztendlich glaube ich, dass Stettin schon ausreicht. Wir wollen ja nur die Provinz Stettin. Stralsund selber interessiert uns ja gar nicht. Und ich würde aber sagen, dass wir tatsächlich aus Gründen der Ehre Uckermark und Neumark zurückgeben an Brandenburg. Ich überlege gerade, wäre es sinnvoll, Dithmarschen zur Mark zu machen? Wahrscheinlich schon. Nun gut. Unser Versuch, den Menschen ein wenig Freiheit zu geben, hat zu einer Situation geführt, in der viele Leute große neue Ideen haben. Wunderbar. Einige davon können zu großen Denkern werden, die unserer Nation Ehre machen können. Sehr schön. Wir erhalten einen Stufe 1 diplomatische Reputation, Staatsmann von niedersächsischer Abstammung, dem orthodoxen Glauben folgend, okay? Zum halben Preis. Ich würde aber sagen, solange wir noch den Händler zum halben Preis haben, ist das relativ irrelevant. So, wir haben jetzt Militärzugang durch Lüneburg, den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Insofern, das kostet uns unnötig diplomatische Macht, das werden wir mal aufkündigen. Und wir können hier einen Staat etablieren in Ostfriesland, das werden wir nicht tun. Und wir haben bereits, Leute, schaut euch das an, wir haben 720 Dukaten. Wir können wirklich gleich hier ein Welthandelshafen aus Lübeck machen. Gibt's eigentlich, warte mal ganz kurz, gibt's eine im wirtschaftlichen Kartenmodus eigentlich eine Handelseinflusskarte? Handel, Entwicklung, Gebäude, Mannstärke, Autonomie, Kolonisierung, Handelsgüter, Technologie, das ist ein Handelswert, ja, oder? Sehr cool. Okay. Was bedeutet blau? Null, okay. Ja, das sind Goldprovinzen. So, hier haben wir einen Handelswert von 18. Aber das ist hier unten der Handelswert tatsächlich. Wert von Handelsgütern. Das ist bei uns 6. Okay, ja, immerhin. Was produzieren wir überhaupt? Schiffsbedarf, okay. Und ja gut, okay, Venedig produziert Glas. Also, das legendäre Glas von... Nagel mir nicht fest, Murano oder Burano. Einer der beiden Städte oder Inseln neben Venedig, die... zur venezianischen Lagune gehören, aber nicht direkt in der Altstadt sind. So, Stettin ist belagert, wir haben 62% Kriegsstand. Und jetzt würde ich ganz gerne... Ich bin mir ein bisschen unsicher. Es gibt ja keinen Tag für hier irgendwas, sondern das ist alles hier Pommern und wir müssten hier eine Handelsstadt gründen. Ich weiß nicht, ich bin mir immer noch ein bisschen unsicher. Wollen wir Stettin oder Stralsund... wir nehmen Stettin. Stettin ist eine wichtige Hansestadt. Die soll tatsächlich zur freien Stadt innerhalb des Reiches werden. Und wir werden alles Geld nehmen, was hier Pommern aufzubieten hat. Und auch sie sollen uns Kriegsreparationen zahlen. Wollen sie nicht? Okay, dann belagern wir noch Stralsund. Überhaupt kein Problem. Ein Teil der Flotte geht hier vor Anker. Okay. In Greifswald. Und hier haben wir jetzt nur noch 2 Barken und 6 Koggen, okay. Die Beziehungsverbesserung mit Österreich ist abgeschlossen. Wir werden sie mal kurz beibehalten, damit ich dran denke, dass ich es gemacht habe. So, wunderbar. Wir haben das Kriegsziel, haben damit einen Kriegsstand von 99% und können einen Frieden diktieren, wie wir ihn möchten. Ich würde eigentlich ganz gerne auch noch Handelseinfluss übertragen haben, aber das nehmen sie nicht mehr an. Pass mal auf, dann... Sollen sie die Uckermark mal nicht an Brandenburg übertragen? Die Uckermark ist ja auch eigentlich eine pommeranische Provinz und sehr umstritten. Also wir sehen es hier, Pommersch-Kultur. Oder Pommersche-Kultur. Ich möchte auf jeden Fall dieses Handelseinfluss übertragen haben. Von einem Land wie Pommern ist das natürlich der Wahnsinn. Insofern, wir nehmen das so, wie es ist. Holen uns Stettin. Sehr gut. Pommern wird Stettin an Lübeck abtreten. Passt. Und wir werden Stettin direkt wieder entlassen, und zwar als Handelsstadt. Handelsstadt gründen. Ja, genau. Stettin soll sie heißen. Und sie wird eine Kaufmannsrepublik sein. Und ich möchte... Ja, sie darf nicht grün sein, gell? Irgendwas, was sich abhebt, so. Ach, sowas vielleicht.
Ja, das ist gut. Dieses Dunkelblau finde ich schön. Dann suchen wir ein interessantes Wappen für Stettin raus. Ja, wobei, Leute, ich mache das anders. Ich google mal ganz kurz. Ich hoffe, jetzt geht kein YouTube-Video los, wenn ich Opera öffne. Stettin Wappen. So. Zeigt den Kopf eines roten Greifen. Das ist ja quasi das pomeranische Wappen. Sehen wir das richtig? Ja, nicht ganz. Also der pomeranische Wappen ist der ganze Greif und Stettin hat quasi nur den Kopf von diesem Wappen, von diesem Greifen als Wappen. Gibt es das in irgendeiner Form? Ja, das ist jetzt ein bisschen gefummelt. Ihr könnt es gerne überspringen, wenn euch das zu langweilig ist. Ich habe fast den Verdacht nicht, oder? Aber ich habe gerade so ein rotes Viech gesehen. Nehmen wir das mal. Das da. Das ist doch schön. Warte mal, als Hintergrund, was sagt Google? Blau. Okay. Na, Hintergrundfarbe, stopp. Hintergrundfarbe einfach so ein hellblau. Nee, nicht Flaggenfarbe. Ah, Flaggenfarbe 2 ist das. Irgendwie sowas. So, das kommt, glaube ich, dem Wappen von Stettin am nächsten, was man hier im Spiel abbilden kann. Sehr gut. Und Stettin ist in unserer Handelsliga als, ja, loyales Mitglied, sage ich mal. Sehr gut. Und dann schauen wir mal, wie sich unser Einkommen verändert von 10,52 und 36% auf. Hm? 38% immerhin. Und 11,1. Sehr schön. Nochmal eine Dreiviertel-Dukate mehr. Wunderbar. Und unsere Armee muss natürlich zurückkehren nach Lübeck. Die Lübecker Bürgerwehr. Und man muss sagen, die Rekrutenreserve, die jungen Männer, die willig sind, in der Lübecker Armee zu dienen, sind völlig ausgelaugt. Heieieiei. So. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, wir sprechen Ostfriesland Dithmarschen zu und machen Dithmarschen mächtiger. Oder wir entlassen Ostfriesland tatsächlich vollständig wieder. Geben diese Provinz an Ostfriesland zurück, kostet uns 10 Prestige. Ist aber kein Problem. Und Ostfriesland ist Reichsfürst. Ich glaube, das werden wir machen. Ja, Ostfriesland an Ostfriesland. Und das passt. So, Ostfriesland befindet sich wieder in den Händen von Ostfriesland. Sehr, sehr gut. Und wir können Ostfriesland in die Handelsliga einladen. Das ist ja wunderbar. Größe der Handelsliga 10, Leute. Okay, in die Handelsliga einladen. Machen wir einfach mal aus Jux und Tollerei. Bringt uns nicht viel, aber wir haben Ostfriesland befreit, sozusagen. Wir haben Ostfriesland zurück ins Reich geholt oder heim ins Reich geholt, keine Ahnung, wie man das ausdrücken will. Und ja, wir haben eine Mission abgeschlossen, genau hier, wo es Einkommen, das. Ja, weil wir müssen natürlich jetzt noch warten hier. Das ist ganz klar. Wir reduzieren einmal den Armeeunterhalt. Wir reduzieren den Festungsunterhalt. Und wir motten unsere Kriegsflotte ein. Und unsere Barken sollen in Lübeck Handel schützen. Dann kommen wir wahrscheinlich auf, ja, so 12,5, oder? Ja, stimmt gar nicht. So groß ist der Unterschied nicht. Wir haben nicht so viele Barken, fällt mir gerade so auf. Ja, okay. Gut. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich wieder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mir macht das Projekt einen unglaublichen Spaß. Ich hoffe, euch auch. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Und bis dann, macht's gut und tschüss.